Willkommen zu einer weiteren Folge, in der ich euch wieder drei Karten zeige, die ich persönlich in Erwägung ziehe, wieder öfter zu erlauben. Ihr könnt mir wieder in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr gerne sehen würdet. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute zeigen werde. Die verbotene Karte für heute nennt sich Laval Wahlkette, eine sehr wichtige Engine-Karte, die leider verboten wurde vor kurzer Zeit, als Clownblade quasi mehr oder weniger released wurde, beziehungsweise es kommt glaube ich erst noch. Ich spiele Yu-Gi-Oh! Nicht im Real Life, deswegen bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall, das Ding ist ein Rang 4XI Monster, was sehr wichtig war. Es ist Feuer und Typ Seeschlange und hat 1800-1000 als Werte und wird beschworen mit zwei Monstern Stufe 4, das heißt man konnte sie quasi überall drin spielen, in fast jedem Deck. Der Effekt einmal pro Spielzug, du kannst ein XI-Material von dieser Karte abhängen, um einen dieser Effekte zu aktivieren. Erstens, lege eine Karte von deinem Deck auf den Friedhof, zweitens, bestimme ein Monster von deinem Deck und lege es auf dein Deck. Die Karte war elementar für sau viele Fun-Decks und auch für viele Deck-Themen. Denn man konnte sich gezielt Sachen topdecken oder gezielt Sachen wegwerfen. Und das ist so gut. Und das ist nicht OP, das ist einfach praktisch. Damit kann man sich halt Engines ans Laufen bringen, die wichtig sind. Man kann sich so Sachen topdecken wie den DNEP in Satellite Knights oder den BLS in Chaos. All solche Sachen sind möglich. Und das ist echt nicht OP, das ist einfach eine extrem coole Engine-Karte. Man kann auch so Sachen wie den solchen verbreitenden Zombie den Friedhof werfen. Und genau dafür wurde die Kette sehr gerne verwendet und sie war auch niemals OP und dann kam Clownblade. Mit Clownblade kann man halt in Verbindung mit der Kette die ganze Zeit XI spammen. Ganz toll. Das ist aber auch nicht so heftig wie diverse Metathemen und ich finde einfach den Bann von Lavaval-Kette richtig kacke für das Gameplay in Yu-Gi-Oh! Denn Clownblade ist echt, also zumindest was ich bisher mitbekommen habe, nicht gerade beliebt. Also ich habe zwar schon einige Spielen sehen, aber wirklich mögen tut das denke ich fast keiner. Es ist einfach unnötig, einfach noch so ein XI-Spam-Deck, was mega OP ist. Und dass man dafür eine so wichtige Karte aus dem Spiel genommen hat, geht nicht in meinen Kopf rein. Die Kette muss auf jeden Fall wieder auf 1. Auf 2 oder 3 wird sie nicht kommen, denn Konami hat Angst vor gewissen Loop- und OTK-Decks, die halt die ganze Zeit mit der Kette Sachen sich raussuchen und so. Das kann ich auch verstehen, aber die brauchen die Kette halt 2 bis 3 Mal. Und wenn man die Kette auf 1 setzt, dann können alle wichtigen Themen die Kette wieder verwenden. Und die Loop-Decks sind gestoppt, deswegen wäre eine Limitierung auf 1 von Anfang an am besten gewesen. Aber nein, das werden wir leider nicht kriegen. Die Karte ist verbannt. Danke, Clownblade. Dankeschön, Konami. Die limitierte Karte für heute kann eventuell eine Diskussion auslösen, nämlich Gedankenkontrolle. Eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, wähle ein Monster, das den Gegner kontrolliert, übernimm bis zur Endphase die Kontrolle über das gewählte Ziel. Aber es kann keinen Angriff deklarieren und nicht als Tribut angeboten werden. Die Karte ist auf 1 und ich denke, dass es möglich wäre, die Karte auf 2 zu erhöhen. Da kann man sich aber drüber streiten, weil die Karte ist schon sehr stark. In Synchro-Decks kann man die echt gut verwenden, weil es da eigentlich egal ist, was der Gegner für eine Stufe hat, man kann immer irgendwas synchronisieren. Und in XI-Decks kann es auch nicht schlecht sein, weil die Stufe 4 einfach mega verbreitet ist in Yu-Gi-Oh! Und dann nimmt man halt ein gegnerisches Stufe 4 Monster. Aber das funktioniert nicht immer. Aber dennoch auf jeden Fall sehr praktisch, diese Karte, in gewissen Decks. Aber so OP ist sie eigentlich nicht. Ich meine, so Sachen wie Gradle sind erlaubt und die stehlen quasi alles vom Gegner. Vollkommen egal was. Und das dauerhaft. Klar, das ist ein Deckthema, das ist wieder was anderes, aber Gedankenkontrolle ist halt so eine Karte, die nicht in jedem Deck gespielt werden kann und auch sehr selten gespielt wird eigentlich, im Endeffekt. Und ich glaube, so viel würde es sich nicht ändern, wenn die auf 2 wäre. Aber da kann man echt drüber streiten, die Karte ist gut. Es könnte ein Fehler sein, sie auf 2 zu setzen, aber ich bin mir da echt unsicher. Ich glaube, sie wäre nicht so schlimm auf 2. Aber dafür ist das Format ja da. Und nun zur halblimitierten Karte für heute, nämlich Beschwörermönch. Ein Stufe 4 finsternes Monster von Typ Hexer mit den Werten 800-1600 und dem Effekt, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, kann sie nicht als Tribut angeboten werden. Weil diese Karte als normale oder Flip-Beschwörung beschworen wird, ändere diese Karte in die Verteidigungsposition. Ein pro Spielzug, du kannst eine Zauberkarte abwerfen, beschwöre ein Monster Stufe 4 als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Aber das Monster kann diesen Spielzug nicht angreifen. Beschwörermönch ist verdammt nice für XI-Decks, auf jeden Fall. Und sie kann halt gezielt Monster rausbringen. Kann man eigentlich in fast jedem Deck spielen, das mit vielen Zauberkarten arbeitet. Aber ich finde die Karte echt nicht so schlimm.
Sie ist zwar oft ein Instant-Exe, aber man muss dafür auch was wegwerfen. Und Zauberkarten sind halt sehr wertvoll. Wenn man so Sachen wie Raigeki dafür wegwerfen muss, ist das schon teuer. Und ich finde Beschwörermönch echt nicht so heftig, dass man sie unbedingt auf 2 haben muss. Ich denke, es wäre nicht schlimm, sie auf 3 zu setzen. Muss man wieder vorsichtig angehen, ist klar, aber fändet ihr das schlimm? Ich meine, man könnte Xydex wieder ein bisschen stärker machen, aber echt nicht so viel. So viel dürfte es nicht ausmachen. Ich meine, Instant Fusion ist erlaubt dreimal. Wäre das so schlimm? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass man den Beschwörermönch wirklich auf 3 setzen könnte. Da gibt es auch wieder sehr starke OTK-Decks dann wieder und so, die halt Beschwörermönch brauchen. Aber man muss immer überlegen, ob das wirklich so stark wäre im Endeffekt. Und ich glaube, das wäre dann wieder zugabhängig und nee, ich glaube, dass man die Karte wirklich auf 3 setzen könnte. Aber mit Vorsicht. Die Karte ist nämlich ziemlich gut. Ich bedanke mich erneut fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr freuen und das bringt das Format weiter. Und ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Karten ihr hier gerne sehen würdet und diskutiert haben wollt. Und ihr könnt gerne über die Karten diskutieren, die ich heute erwähnt habe. Bis dann. Ciao.